Guten Morgen. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Online-Schule Saarland eine Hausaufgabe, die ihr gemacht habt, einen Text, den ihr geschrieben habt, hochladen könnt. Wenn du mit einer Aufgabe fertig bist, dann musst du noch ein Foto machen. Du siehst, ich halte jetzt mein Handy schon quer. Du gehst auf die Kamera-App und dann sieht man hier schön dein Blatt. Du hast die Aufgabe, den Titel der Aufgabe, das Datum draufgeschrieben, du hast deinen Namen draufgeschrieben und je nach Aufgabenart. Manchmal reichen solche Kurzantworten, manchmal musst du ganze Sätze schreiben oder zumindest solche Stichworte. Im Zweifelsfall lieber etwas mehr als zu wenig schreiben. Erstens, ne, man weiß ja nie, wie das gewertet wird. Zweitens, es muss ja für dich dann auch Sinn machen, wenn du es liest. Deswegen müssen wir das auch alles so hinschreiben. Und es muss auch bei der Korrektur nachvollziehbar sein, was du da gedacht hast. So, schauen, dass es schön scharf ist. Klick, Foto machen und jetzt gehen wir wieder auf OSS und laden das Ganze hoch. Dazu geht ihr auf euren Kurs. Ihr habt oben diesen allgemeinen Bereich und dann im Grid-Format habt ihr jeweils mit einem Bild oder Symbol eure einzelnen Themen. Im Wochenformat geht es entsprechend einfach der Reihenfolge nach vom Anfang des Schuljahres an nach unten durch. Also das Neue ist quasi immer unten. Aber das habt ihr inzwischen längst rausgefunden, da sage ich euch ja nichts Neues. Entsprechend auch hier, es geht mit den ersten Sachen los. Und je weiter runter ihr kommt, umso später wird es im Schuljahr. Eure neuen Sachen sind relativ weit unten. So. Jetzt nehmen wir mal einfach hier diese Arbeitsblätter, die haben wir jetzt gemacht. Ich habe jetzt was ganz anderes gemacht als Fotobeispiel, aber ist total egal. Dieses Symbol mit der Hand und dem Blatt, das ist immer eine Aufgabe, die ihr abgeben könnt. Da klickt ihr drauf. Und dann habt ihr hier eure eigene Übersicht, ob ihr schon was abgegeben habt. Wenn ja, dann seht ihr das da und könnt jetzt eine Abgabe hinzufügen. Dafür müsst ihr jetzt, das ist am Handy tatsächlich nicht so ganz leicht zu sehen, hier drüben auf dieses wieder Symbol von einem Blatt gehen. So, jetzt könnt ihr hier einen Anhang hochladen. Hochladen, in dem Fall erstmal müssen wir auf dem Handy gucken, wo ist er denn? Browse. Browse ist das gleiche Wort wie Browser, heißt aber in dem Fall einfach durchsuchen. In dem Fall durchsuchen wir nicht das Internet, sondern unser Handy. Jetzt habt ihr hier eure Downloads. Ihr sucht Bilder. Da geht ihr zu Kamera. Ihr habt euer Bild vorher fotografiert und das wählt ihr jetzt aus. Das ist das Arbeitsblatt, das ihr gemacht habt. Ihr könnt jetzt noch das speichern unter einem anderen Namen. Autor ist dann euer Name schon eingetragen, wenn euer Handy weiß, wie er heißt. Das tut es in der Regel. Und dann geht ihr auf Datei hoch. Gut. Und dann geht ihr auf Änderungen sichern. Und ihr habt eure Aufgabe abgegeben. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du jetzt hier guckst, siehst du hier, dass du diese Datei abgegeben hast. Und du siehst auch, dass bis jetzt keine Kommentare da sind und dass sie noch nicht korrigiert wurde. Du kannst sie jetzt nochmal bearbeiten oder auch nochmal entfernen. Wenn du zum Beispiel feststellst, ach, verflixt, ich habe es total falsch gemacht. Oder, ach nee, ich habe die Aufgabe falsch verstanden. Oder auch einfach nur, ich schreibe es vielleicht doch nochmal ordentlicher. So, damit hast du es. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade eine Aufgabe abgegeben.